Die Ananas. Ach ja, stimmt, die Ananas gibt es ja auch noch. Ja, hier kommt Flash hoch zur Münze. Sag auf Wiederkuchen! Ein Bombenappetit! Wo ist die Münze? Hä? Ich kann nur hier rüber. Du kannst nicht ewig weglaufen. Aber ich werde dich sicher dazu bringen. Da hinten ist doch die Münze. Alter! Lass mich nicht noch drauf gehen. Kurz. Nein! Du bist wirklich mein bester Freund. Alter, was ist denn? Du Mist, so schleimig. Boah! Wie komme ich denn überhaupt? Hä? Selbst wenn ich da oben an die Münze gekommen wäre. Hä? Komm ich denn da durch? Oder muss ich die Gegner downen? Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Schwung, oder? Ja. Pass auf die Kuchen auf! Oh, schon wieder drei Sockenhäsen. Sag auf Wiederkuchen! Oh ja! Ah! Ich werde dir zeigen, wie ein... SpongeBob, Neptun sei Dank. Wie seid ihr hierher gekommen? Ach, nur das Übliche. Durch magische Blasen, waghalsige Wünsche und Zerstörung des Raumzeitgefüges. Ich will dich nicht mit den Details langweilen. Alles, was du wissen musst, ist, dass wir hier sind, um die Dinge richtig zu stellen. Oh gut, diese Fesseln sind so eng, dass ich mein Bein nicht spüren kann. Oh, ich glaube, dein Bein ist okay. Solange du dich von Termiten fernhältst. Ellie, ho! Hallo, hier bin ich.
So, ich bin immer noch auf der Suche nach der Ananas. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Schwumpf. Seid ihr schon echte Piraten? Na ja, wir haben eine echte Schatztruhe. Der Pirat aller Zeiten hieß einfach Jeff. Wie wäre es für dich mit, ich weiß nicht, Vierkant? Wie unfair, ich wollte Vierkant sein. Nun, du bist dann... Fünfkant? Klar, wieso nicht? Oh, Kampfsocke, ich hab dich so vermisst. Na dann, ihr gehört jetzt zu meiner Crew. Es wird zermürbend, langweilig und monoton. Genau wie ein Katzenklo reinigen. Vierkant, nehmt die Windbongos und fliegenden Schiffe, um auf mein Schiff zu kommen. Und an Bord hisst ihr meine letzte Socke und feuert die Riesenkanone ab. Das soll Signal für die Crew sein, zu uns zu kommen und frei der Strahlen die Vernichtung zu... Den Untergang von... Absetzung? Die Absetzung von Killergarnele! Na dann... Schauen wir mal. Schiff, Schiff, Schiff. Alter, so weit kann ich gar nicht fliegen! Ich darf dich nicht aus den Augen lassen. Hä? Habe ich falsch gemacht? Halli-ho! Die sollten dich den eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Warum? Ja, warum rutscht der mal runter? Ach so. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Sollten dich den eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Oh, so, jetzt geht's erstmal darüber.
Oh, wow, wow. Also, wo muss ich denn jetzt hin? Über? Oder kam ich rüber? Ne, hier das Ding muss ich benutzen, oder? Oh, warte mal. Ist genau richtig für meine Bettchen. Wir holen uns das Schiff zurück, Garnele. Und meine Ananas. Was ist los, Viereckjunge? Willst du etwas Besonderes? Ich lass dich über die Planke gehen. Ich gehe einzig und allein über die Straße der Freundschaft. Und diese Straße führt zur Siegesstadt. Also los doch! Oha. Ein kleiner Klaps reicht schon. Jawohl! Wir stehen kurz davor, Admiral Killerkamin zu besiegen. Der fliegende Holländer wird sich so freuen, dass wir vielleicht nicht mal unsere Seelen verspeisen. Ja. Das ist schon viel besser. Ja, runtergefallen, ich glaub's nicht. Oh, Mann, ey. Feuere die große Kanone ab. Ene mene mu, fang die Garnele an ihrem Schuh und zerquetsch sie. Schön, zerquetscht. Oh, meine geliebte Ananas. Bringen wir dich zurück nach Bikini Bottom, hm? Nächster Halt, Schneckenstraße 124. Schönes Heim ist zurück, meine süße Ananas. Aber es ist kein Zuhause ohne Gary. Patrick, wir müssen ihn finden. Was treibst du da, Plankton? Nimm den Fischfutter von meinen Brötchen. Klingt so, als würden sich Plankton und Mr. Krabs prächtig verstehen.
Ich sollte wohl trotzdem nach ihnen sehen. Zur Sicherheit. Ja, achso, ich mach das Ding wahrscheinlich. Auf, auf und davon! Ich bin Super SpongeBob! Oder auch nicht. Ich denke, ich komme hier lang. Durch die Luft. Ich bin ein fliegender Fisch. Ah, daneben. Schwupps. Wenn du diese Buletten nicht wie ein stümperhafter Anfänger braten würdest, bräuchte ich mein Fischfutter nicht. Mach's mir einfach nach. Wenn ich mich nach dir richten würde, würden meine köstlichen Krabuletten wie dein ekelhaftes Fischfutter schmecken. Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Arbeiten Sie mit Plankton zusammen? Ich habe keine Wahl. Die armen Leute aus Bikini Bottom verhungern. Ich konnte nicht mit ansehen, wie sie den Fraß von Plankton essen. Hey, ich bin nicht taub. Also taten wir uns zusammen, um die armen, hungrigen Mäuler zu stopfen. Solange sie zahlen, versteht sich. Wenn du dich nicht mit den Buletten beeilst, wird niemand gefüttert, Krabs. Dann kannst du dich von deinem süßen Geld verabschieden. SpongeBob, du musst uns helfen. Du bist der Einzige, dem ich meine Geheimformel anvertraue. Kannst du uns noch ein paar Krabbenburger zaubern? Schon dabei, Mr. Krabs. So, hungrig. Ach du. Und Aufmerksamkeit. So. Oha. Ah! Verdammt. Oh mein Gott. Wie viel muss ich denn hier machen? Danke, Mignon. Ich weiß ja, wie gern du dich verkleidest. Also hat dein Lieblingschef eine kleine Belohnung für dich besorgt. SpongeBob, Mignon. Ich weiß, dass du schon alle Hände voll zu tun hast, aber du musst mir einen Gefallen tun. Okay, Mr. Krabs, was soll ich tun? Ich habe mich gefragt, warum meine Taschen so leicht sind. Da ist mir aufgefallen, dass meine Glückspenny-Sammlung weg ist. Sie tragen Ihre Penny-Sammlung bei sich? Natürlich, Jungchen. Und bevor wir aus der anderen Welt zurückkamen, war sie noch da. SpongeBob. Diese Pennies sind mehr wert als dein Leben. Bitte bring sie zurück nach Hause, Minion. Jawohl, Mr. Krabs, Sir. Danke, Kleiner. Du bist der beste Mitarbeiter, den sich eine Krabbe wünschen kann. Sagt Thaddeus, er soll sich ein Beispiel nehmen. Los, ich Mitarbeiter des Monats! Ui. Aber, ich soll mit Cassandra sprechen. Ja. Aber wo ist denn dieses... Ich weiß. Achso, da ist Cassandra. Wollte aber eigentlich wieder zu diesem komischen Ding. Ah!
Ah, hier bin ich schon wieder. Ups. Du Schande. Nein! Ah, verdammt! Ich komme da nicht mehr hin. Verdammt! Ich muss laufen! Die Zeit ist gestoppt. Nein! 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 Oh, ich habe was gefunden. Aufgabenliste. Nichts tun. Oh, ich erinnere mich, das gemacht zu haben. Okay, dann müssen wir das ein andermal probieren. Bei mir rein? Nein, ich kann da nicht rein!